und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tamaste. Heute sind wir in Bonstetten und es geht um das Häusli. Es ist ein Tiny House und gebaut wird es von dieser jungen Dame. Hallo Fiona. Hi. Fiona, ich will dein Häusli sehen. Zeig mal. Ja, also von außen hast du es schon gesehen. Es ist 6 Meter lang, 4 Meter hoch in der Mitte und 2,5 Meter breit. Das heisst, es ist eigentlich für etwas, das fahrbar ist, auf der Straße recht gross. Und für ein Häuschen aber recht klein. Ja, also das ist meine Tür. Willkommen. Dankeschön. Okay, es ist gar nicht so klein, wie man meint. Also man würde es kleiner einschätzen. Ja, definitiv. Recht viel Raum für das, dass es ein Tiny House ist. Ja, mal, wo ist was? Also. Wir sind gerade zu der Tür eingekommen und wenn man jetzt da überall schaut, dann sieht man da eigentlich meinen zukünftigen Lieblingsplatz. Ich würde da ein Sofa drin haben, wo man ausziehen kann, einen ausklappbaren Tisch, wo man dran essen kann. Dann auf dieser Seite einen kleinen Ofen, einen Holzofen, mit dem wird auch geheizt. Auf dieser Seite da, die ganze Länge eigentlich, ist eine Küchenziele geplant mit Herd und mit Brünneli. Dann, wenn wir da hinten gehen, wird eine kleine Wand reinkommen, Dusche und WC, ein Schrank. Ein Pult, allenfalls sogar ein E-Piano. Ich habe das alles eingeplant. Mal schauen, wie viel ich davon dann wirklich umsetzen werde. Aber das wäre mal geplant. Und da noch mein ganzer Stolz da oben. Das ist eben auch speziell am Tiny House. Es hat 2 Stück. Und man kann da raufgehen und schlafen oben drin. Das heisst, man, ja, genau. So ein King-Size-Bett passt hier rein? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich 6 Quadratmeter. Man kann füllen mit Bett eigentlich, wenn man Lust hat. Und ich habe ja auch schon ein paar Wochen drin geschlafen. Und es ist wirklich, man schläft wie ein Baby da oben. Bei deinem Häusli, schnell so ein bisschen die wichtigsten Facts. Ich kann nur sagen, wie schwer es im Moment ist. Es darf nicht über 3,5 Tonnen werden, mit dem Anhänger zusammen. Yeah. Der Anhänger selber war schon 750 Kilo. Das heisst, ich darf noch 2750 Kilo verbauen und ich habe jetzt noch 900 Kilo übrig. Das bedeutet, ich kann nicht einfach alles reinbauen, was ich will. Ich muss mir immer überlegen, auch noch, dass es vom Gewicht her möglichst leicht wird. Es wird knapp bis zu diesen 3,5, aber man muss sich überlegen, man muss nur beim Fahren unter 3,5 Tonnen sein. Mhm. Wenn es steht, darf es auch eine Tonne schwerer sein. Das stört dann niemand mehr. Es geht wirklich um die Strassensicherheit. Und das bringe ich an. Das, was man nicht rausnehmen kann zum Fahren, das muss bei 3,5 Tonnen sein und das bringe ich her. Ab wann kann man eigentlich wohnen in etwas? Es braucht schon einiges, aber es braucht auch nicht so viel. Yeah. Um sich wirklich wohlfühlen und sicher zu fühlen, braucht es nicht viel. Wann kannst du ein Fenster aufmachen? Das ist wirklich, das ist so cool gewesen. Also mega gefeiert. Yeah. Also, ja. Genau. Auch die Türe war natürlich fantastisch gewesen, weil ich hatte vorher ein Wespennest da drin, Spinnen, Fledermäuse und diverse andere Viecher. Und seit ich die Tür habe, bin ich verschont. Und das ist mega cool. Also es ist wirklich, es gibt einen Grund, warum wir Türen haben, das habe ich jetzt gemerkt. Okay. Das überlegt man sich so nicht. Es überlegt man sich eben wirklich nicht. Ich würde sagen, das ist das Stadium, wo man jetzt eigentlich drin wohnen könnte, abgesehen davon, dass es kalt ist. Aber man könnte drin wohnen. Okay. Ja. Fiona, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt in die warme Stube gehen, weil hier ist schon ein bisschen kalt, die Isolation ist noch nicht ganz drin. Dann können wir noch in Gemütlichkeit weiterplaudern. Ist gut? Das ist super. Machen wir das. Let's go. A few moments later. Fiona, du bist 23 und hast vor 2 Jahren im November, also exakt 2 Jahre eigentlich, gefunden, ich baue jetzt ein Tiny House. Mhm. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich war, glaube ich, einmal noch in einem Zirkus gewesen. Und habe dort die Wege gesehen und gefunden, das wäre eine mega coole Art zum Wohnen. Ein Tiny House ist einfach eine Unterform von einer Variante von Zirkuswegen in dem Sinn. Es gibt ja die Möglichkeit, ein Tiny House fix fertig zu kaufen oder einen Wohnwagen. Kann man auch schön transportieren, schon wenig Platz und alles picobello. Wieso baust du ein Tiny House? Es ist ein riesen Projekt. Du bist von Anfang bis zum Schluss bei jedem Schritt dabei. Du planst alles, du tust jede Schraube selber rein. Also da hast du nachher eine völlig andere Beziehung natürlich zu dem Produkt, das du selber schaffst, als wenn du es einfach postest. Wenn du selber baust, hast du extrem viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das hast du beim Posten damals nicht, weil die haben natürlich einfach vorgefertigt, die Häuser in den meisten Fällen. Hm. Wie hat das Ganze dein Leben verändert? Ich habe, bevor ich das gemacht habe, keine Bauerfahrung gehabt, gar nichts. Ich habe noch nicht mal einen Akkuschrauber in der Hand gehabt. Also ich weiss wirklich, ich habe nichts gewusst. Und ich habe keine Lehre gemacht in diesem Bereich. Das heisst, ich habe wirklich einfach mit einem blanken Blatt Papier angefangen.
Das ist für mich verrückt. Also ich glaube, vor 3 Jahren warst du auf dem Stand, wo ich war, schon Glühbirnen wechseln. Ich so, Hilfe! Wie hast du dein Wissen im Baubereich angeeignet? Also ich habe eigentlich mega, mega viel über Google herausgefunden. Ich habe auch viele YouTube-Videos geschaut über Leute, die schon so gebaut haben. Ich habe mega viele Webseiten von Leuten, die schon bloggt haben, darüber, wie sie das gemacht haben, gelesen. Und dann vor allem habe ich das Glück gehabt, dann bei einer Schreinerei zu bauen. Also ich habe mich eingemietet auf einem Areal von einer Wagenschreinerei. Das heisst, ich war dort umgeben von Leuten, die nichts anderes machen als Wagen bauen, und zwar auf höchstem handwerklichen Niveau. Und dort hatte ich eine Art wie einen Mentor, wo ich konnte einmal befragen, wenn ich nicht sicher war, wie dick muss jetzt der Balken sein, genau damit es hebt und so. Weil für das habe ich kein Gefühl. Das hast du einfach nicht, wenn du nicht mit dem Material geschafft hast. Aber für das haben sie natürlich mir sehr viel können helfen. Ja, hey, Fiona, merci vielmals für das spannende Interview. Mir nimmt es wunder, was ihr über die Tiny House Wohnform haltet. Schreibt es unten in die Kommentare rein und wir sagen an dieser Stelle Ade. Ciao. Tschüss.